ET-Radio, dein Euro-Transport-Radio. 5 Jahrzehnte Musikgeschichte. Da steht man dann abends vor seinem Auto und sagt, ja, geile Kiste. Auch wenn andere vielleicht denken, das ist die normalste Kiste überhaupt, aber man selber freut sich wieder ein Stück mehr. Und darauf kommt es ja immer an. Ich bin ja auch zum Schluss Renault Magnum gefahren. Wie gesagt, ein sehr schön übersichtliches Auto. Minderwertig in der Verarbeitung, kann man ja so sagen, kann ja meine ehrliche Meinung darüber sagen. Das hat sich hoffentlich jetzt geändert mit der neuen Ausführung. Und ja, übersichtlich war es gut zu fahren. Die Sitzposition fand ich ein bisschen hoch. Sieht immer so aus, als wenn man sich gleich am Arsch spulen will. Und deshalb, oh, was ist denn hier schon wieder, eine Schlange oder was? So, macht Platz. Hier kommt der Britannia Express. Hinten machen die schon wieder Unfälle am Auflieger. Die können auch alle nicht fahren. Aber egal. Scheißegal. Kackt die Wand an. Müssen wir schon wieder überholen, um die Zeit rauszuholen. Damit wir wenigstens... Darf man denn hier überholen? Eigentlich darf man bei durchgezogener Linie nicht überholen. Aber ich kann ja auch nicht den ganzen Tag hinter Solo-Zugmaschinen herfahren, obwohl die hier so hochpirschen können. So. Solo-Fahren ist übrigens geil. Jedenfalls, wenn es trocken ist und mal so auch Spaß. Weil du eine enorme Beschleunigung hast. Ich meine, du kommst jetzt an Porsche nicht ran, wie einige sagen, das stimmt nicht. Aber du hast dafür, dass es ein ziemlich großer Klotz ist, den man da unterm Arsch hat, eine ziemlich geile Beschleunigung. Was bei Automatik jetzt allerdings scheiße ist, weil im Automatikmodus nimmt er nicht so hohe Gänge an. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beschummeln kann oder so, aber da muss man schon eine Handschalter haben, finde ich. Yes! Wir nähern uns übrigens den Endspurt, 35 Kilometer noch. Wir nutzen die Chance der roten Ampel, ziehen hier dran vorbei, brauchen keine Strafe bezahlen, weil wir ja auf der Gegenfahrbahn gefahren sind. Wir haben außerdem eilige Fracht an Bord. Wir haben ja immer noch unseren Betonklumpen hinten dran. Oder unseren Futterspender oder was auch immer das sein soll. Ja. Da hinten müssen wir schon wieder links abbiegen, sehe ich hier auf meiner Navigations-TomTom-Route. Gibt es da eigentlich Leute unter euch, die Tom heißen? TomTom? Würde mich ja mal interessieren. Mich würde auch interessieren, ob der Beamte wieder zuhört oder zuschaut. Oder ob er so weit gar nicht ins Video reinguckt. Wenn der Beamte jetzt zusieht und sich meldet. Hamburg for you. Wenn du mich hörst. Ich mache beim nächsten Let's Play am Ende, mache ich Werbung für deinen Kanal, wenn du jetzt hier schreibst, ich habe den Dreck gelesen, gehört und schreibe dazu meinen Senf. Irgendwie sowas. Dass ich weiß, aha, er guckt wirklich meine Let's Plays. Und wenn nicht, dann weiß ich ja, was ich von dir zu halten habe. Vielleicht gab es ja auch schon in den anderen Let's Plays Botschaften für dich, wo man hätte Bargeld gewinnen können. Also, lieber Beamter. Ja, der hat sich übrigens aufgeregt über meine Musik. Bei meiner letzten Geiselbedoku. Ich glaube, die war ihm einfach zu zackig. Das war für ihn eine Spur zu flott. Als Beamter ist man sowas in dem Taktmodus nicht gewöhnt. Und es kommt dadurch schnell zu Herzinfarkten. Nein, Spaß beiseite. Die Musik ist nicht jedermanns Geschmack. Ich weiß nicht, ich versuche immer den Mittelweg zu treffen. Kein Country, keine Schlagerscheiße, so ein bisschen was Rockiges halt. Aber ich schaffe es halt nicht immer bei jedem. Aber so ist das im Leben. Ich weiß, dass du da nicht so viel Wert drauf legst, dass du pingelig bist, was du auch nicht so meinst. Ah! Jetzt ist der Auflieger ein Stück vorgerollt. Habt ihr das gesehen? Ich habe natürlich das gemacht, um das Schwierigkeitslevel zu erhöhen. Vielleicht guckt ihr mal. Der Auflieger steht jetzt schräg. Da kann ja nicht jeder einparken, ne? Das können ja nur Könner, so wie ich. So. Da müssen wir hier, wie ihr seht, oder hört,
Ich rede kaum. Ich schalte mal ins Studio wieder hinein. Natürlich müssen wir das Ding ideal daran fahren. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad erhöht. Sehr schön. So sieht das schon mal gut aus. Nun können wir den... Ah, der Motor. Der Motor. Jetzt können wir den hier über den... Ich nenne das mal... Jetzt geht aber schwer. Was ist denn das? Ah, der hängt immer noch so ein bisschen an der Ecke. Seht ihr das? Aber jetzt hängt der an der anderen Ecke. Vielleicht soll ich ein bisschen vor. Ich mach das mal ein bisschen vor. Und dann kann ich ja noch ein bisschen wieder zurück rein. Und damit sind Sergei und Grübel heute angekommen. Ich hoffe, das funktioniert so jetzt, wie ich mir das ausgedacht habe. Wo hängt das denn? Das hängt doch noch gar nicht. Wir haben nur noch 3 cm Luft. Oh Mann. Ich bin hier schon am Abmoderieren und das Ding hängt ja doch immer. Boah, mit Gewalt rein. Nochmal vor. Oh. Ja. Ich würde übrigens gerne meine Sonnenblende in Wagenfarbe lackieren, aber... Ich glaube, mit 905 Euro sollte man vielleicht erstmal einen Kredit kriegen. So, das reicht. Kein Bock mehr für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren. Guckt auch auf meine anderen Kanäle. Bis dann, euer Paul vom Kanal Hank Forts.